Ostsee-Autobahn A20 zählt mit einer Investitionssumme von 1,9 Milliarden Euro zu den wichtigsten Straßenbauvorhaben, die nach der deutschen Wiedervereinigung realisiert wurden. Als wichtigste Verbindungsstraße entlang der Küste beschleunigt die A20 den Verkehr von Schleswig-Holstein über Mecklenburg bis in die Regionen Vorpommerns, der Insel Rügen und der Uckermark. Vor allem für den Tourismus bringt sie eine deutlich verbesserte Erreichbarkeit und damit eine höhere Attraktivität. Ein etwa 100 Meter langer Abschnitt sackt um rund 1,5 Meter ab. Die Fahrbahn Richtung Rostock wird gesperrt. Ein Teil der Autobahn bricht in die Tiefe. Das Loch ist etwa 10 Meter breit, 40 Meter lang und durchschnittlich 2,5 Meter tief. Verkehrsminister Christian Pegel kündigt die Vollsperrung an. Unterdessen leiden die Anwohner unter der bisherigen Umleitung, denn ohne Pause rollen Lastwagen und Autos durch die Dörfer. Ende Oktober 2017. Die A20 wird zwischen den Anschlussstellen Triebsees und Bad Sülze in beiden Richtungen komplett gesperrt. Doch was ist passiert? Es wurde zunächst spekuliert, ob es eine Folge der Wiedervernässung des Moors bei Triebsees war. Doch viel wahrscheinlicher ist, dass das angewandte Verfahren mit CSV-Säulen für den Untergrund nicht geeignet war. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, Professor Dr. Risse, Professor für Baukonstruktion an der Universität Rostock. Was ist eigentlich dieses CSV-Verfahren? Es ist ein Bodenverbesserungsverfahren. Bei der Gelegenheit möchte ich darauf aufmerksam machen, das weiß ich aus den Antworten der Landesregierung auf Ihre Frage, dass die Gutachter, bevor das gebaut werden sollte und auch später, immer von pfahlartiger Gründung gesprochen haben. Das, was hier angewendet worden ist, ist keine pfahlartige Gründung, sondern es ist ein Bodenverbesserungsverfahren. Etwas ganz anderes. Hier wird deutlich, dass eine Ursachenforschung unbedingt notwendig ist. Schnelle Abhilfe hatte natürlich zunächst Priorität. Mögliche Schadensersatzforderungen sollten jedoch zwingend geprüft werden. Deshalb setzen wir uns mit dem Thema auseinander. Wir haben kleine Anfragen an die Landesregierung gestellt, uns im Ausschuss und im Plenum damit beschäftigt und waren selbst vor Ort, um uns ein Bild zu machen und um mit den Betroffenen zu reden. Etwa ein Jahr nach dem Einsturz der A20 haben sich Stefan Reuken und ich noch einmal hierher begeben an die Absturzstelle der A20 und verglichen mit der Situation im Februar hat sich eine ganze Menge hier getan. Hinter mir erkennt man schon die provisorische zweispurige Umgehungsstrecke. Und die Geräte hinter uns arbeiten schon fleißig an der Gründung der neuen A20-Trasse. Vor einem Jahr ist es gut und richtig gewesen, nicht die Ursachenforschung in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem die Problemlösung. Dem haben wir uns auch nicht verschlossen, aber heute, ein Jahr später, ist es wichtig, diese Fragen endlich zu stellen. Wir werden uns das im Landtag und auch im Energieausschuss zukünftig zur Aufgabe machen. Und noch ein Wort in eigener Sache. Wir als AfD-Fraktion erachten es als unsere wichtigste Aufgabe, für die Bürger im Land unterwegs zu sein. Und deshalb möchte ich Sie ganz herzlich auffordern, wenn Sie Probleme haben oder Dinge, auf die Sie aufmerksam machen wollen, melden Sie sich bei uns. Wir kommen gerne bei Ihnen vorbei.